fränkisches Seenland, aber beinahe überall können ja nun Gastronomen und Hoteliers beinahe schon ein Klagelied anstimmen. Sie finden nämlich kein Personal mehr. Gute Servicekräfte sind Mangelware. Dem Gastgewerbe in Bayern fehlten schon im vergangenen Jahr an die 2000 Fachkräfte, Tendenz steigend. Ja, woher kommt das? Welche Folgen hat der Mangel und wie kann man dagegen angehen? Hochbetrieb in einem Nürnberger Traditionsgasthaus. In der Küche sitzt jeder Handgriff. Hier werden zurzeit Köche und Restaurantfachkräfte gesucht. Der Bedarf an Fachkräften ist hoch. Kein Einzelfall, das trifft die ganze Branche. Und Franken ist ein Land der Gastlichkeit. Die Geschäfte laufen gut, doch die Personaldecke ist zu dünn. Wir machen viele Programme beim DEHOGA Bayern, um Auszubildende zu akquirieren. Jeder Unternehmer im Gastgewerbe muss sich neue Ideen einfallen lassen und innovative Sachen, damit er Fachkräfte generiert. Es sind zwar nicht Spitzenverdienste wie in der Industrie, aber es werde ordentlich gezahlt. Deutlich über den Mindestlohn, so Förster, deutlich über Tarif. Große Probleme bereiten den Gastronomen die strengen Arbeitsschutzgesetze. Eine Lockerung würde nach ihrer Ansicht Arbeitgebern und Arbeitnehmern helfen. Wir fordern ja vom DEHOGA Bayern, dass wir das Arbeitszeitenrecht auf EU-Richtlinie einnivellieren. Ja, bei uns muss jeder Mitarbeiter nach 10 Stunden den Löffel fallen lassen. Und wenn wir hier eine Gesellschaft haben, die abendlänger feiern will, dann muss ich das ganze Servicepersonal heimschicken und muss zu dem Veranstalter sagen, so, du musst jetzt abbrechen und musst nach Hause gehen. Da ist die Politik gefragt. Und auch wenn der Trend zu Abitur und Studium geht, werben die Gastronomen umso mehr für eine Ausbildung und einen Job in der Gastronomie. So, jetzt gehen wir nach Unterfranken. Dort schon ein Markenzeichen, die Mainfrankentour unserer Hörfunkkollegen von Bayern 1 aus dem Studio in Würzburg. 4 Stationen gibt es da heuer wieder. Morgen ist Auftakt in Sommerhausen. Und Thema ist immer die Umwelt. Aber morgen beginnt es dort in Sommerhausen erstmal im Tierpark. Wie einst Marlene Dietrich im Blauen Engel ist auch Kuh Lola im Wildpark Sommerhausen ein echter Star. Dabei ist sie kleinwüchsig und dürfte mit ihren 3 Jahren theoretisch gar nicht mehr am Leben sein, denn sie hat einen Gendefekt. Und da kommt es dazu, dass quasi die Organe ganz normal weiterwachsen, aber das Äußere halt nicht. Also die fangen irgendwann einfach aufzuwachsen. Und die inneren Organe wachsen aber weiter. Und deswegen haben die eine relativ geringe Lebenszeit.